Hallo, liebe Flüschis, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Star Stable Online. Ich muss mich jetzt gerade mal im Vorhinein entschuldigen. Ich habe mir nämlich gerade die beste Zeit ausgesucht, um aufzunehmen. Bei uns geht gerade echt die Post ab. Es gewittert draußen, es regnet ohne Ende. Gerade hat es auch noch gehagelt, bis zum geht nicht mehr. Und es könnte vielleicht sein, dass es dann zwischendurch mal einen lauten Knall oder so gibt. Ich habe meinen Computer sogar extra schon vom Strom abgenommen, damit er keinen Schaden nimmt oder so. So, falls eventuell mal ein Blitz einschlagen würde. Genau das. Ich hoffe, das hört ihr nicht so gut. Das mit dem Donnern und so. Kameraden habe ich hier übrigens auch noch sitzen. Ehrlich gesagt, liegen, und zwar liegt mein Hund unter meinem Bett, weil er nämlich totalen Schiss vor dem ganzen Kram hat. Naja, mal gucken. So, wir machen jetzt hier weiter mit Ricky und Luke und Ivan und bla. Wie Ivan Drak bereits gesagte, du wirst gewinnen. Au, Ivan, wofür war das denn? Ja, richtig, du sagtest, dass er verlieren wird. Ich meine natürlich, du wirst nicht gewinnen. Ich bin jedenfalls Luke Ekavator. Ich buddle alles weg, was mir im Weg steht. Ich werde dich aus dem Ring schaufeln, Ricky. Du hast keine Chance gegen mich. Obwohl, ich könnte ihn auch ein bisschen schwul klingen lassen. Nein, das wäre den Schwulen gegenüber sehr unfair. Ricky, wenn du länger als 5 Sekunden gegen Luke im Ring überlebst, wäre ich doch sehr verwundert. Du hättest also allen Grund, bereit jetzt das Handtuch zu werfen. Ricky, lass mich ehrlich zu dir sein. Von Jiu-Jitsu-Sportler zu Jiu-Jitsu-Sportler. Wir beide wissen, dass du keine Chance hast. Wenn ich also du wäre, würde ich nach Hause gehen. Ich würde ein paar Chips essen und aufgeben. Ich meine, was glaubst du, wird passieren? Oder willst du dich wieder lächerlich machen? Denk doch mal an deine alte, verrückte Meisterin. Willst du sie sogar nach ihrem Tod noch ein weiteres Mal enttäuschen? Was? Du glaubst wirklich, dass du gewinnen wirst? Na gut, wenn du so selbstsicher wie ich wäre es dann mit einer Wette. Oh nee, bitte nicht. Das hatten wir doch schon mal. Eine Wette? Klar doch. Ich besiege euch beide. Eine Wette macht mir also mit Sicherheit keine Angst. Du wirst schon sehen, Ivan. Ich werde dich schlagen und damit Meisterin Lucias Koppel zurückgewinnen. Ich will außerdem, dass du die anderen Clubs in Frieden lässt. Wie beispielsweise den von Jessica Luna. Und wenn ich verliere, naja, dann verlasse ich Jorvik für immer. Bist du bekloppt? Klingt gut. Ein Verlierer weniger auf dieser Insel ist immer gut. Dann ist es beschlossene Sache. Wir sehen uns bei der Bezirksmeisterschaft, falls du dich überhaupt dahin traust. So, jetzt habe ich aber auch genug meiner kostbaren Zeit an dich verschwendet. Bis dann, du Verlierer. Darf ich ihm bitte in den Arsch treten? Bitte. Ricky. Was bist du für eine Wette eingegangen? Was hast du dir dabei gedacht? Ja, natürlich glaube ich, dass du gewinnen kannst, aber Jorvik zu verlassen? Für immer? Du versprichst mir zu gewinnen. Okay, Ricky, ich glaube an dich. Oh, ich würde so gerne noch hier bleiben und mit dir feiern, aber ich muss wirklich zurück zum Stall. Aber Ricky, wir könnten abends etwas zusammen essen und feiern, ja? Super, bis später dann. Danke für deine ganze Hilfe, Lucia. Wir sehen uns ganz bald. Ciao, Natalie. Ich hoffe, wir sehen uns dann bald, bald wieder. Das machen wir, nette Liebe, später. Ich schlage vor, wir gehen jetzt besser nach Hause, oder zumindestens ich. Wenn ich heute Abend mit Natalie ausgehen will, muss ich noch duschen und eventuell noch ein kleines Nickerchen halten. Ich bin gerade so müde, dass ich überall schlafen könnte. Aber hey, komm doch mit mir mit. Ich habe noch eine Kleinigkeit für dich. Man könnte sagen, dass ein kleines Dankeschön für all deine Hilfe ist. Ich wollte es dir schon früher geben, aber der ganze Wettkampfkram hat mich so nervös gemacht, dass ich es völlig vergessen habe. Komm, wir laufen zu mir nach Hause. Stardust folgt dir. Nee, doch. Er läuft gerade aus. Ich hätte mir jetzt gedacht, er würde jetzt da hinten so lang laufen, einmal drumrum.
Ich sage nur endlich zu Hause. Jetzt kann ich erst einmal etwas ruhiger angehen, bevor ich Natalie treffe. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich gewonnen habe. Ich meine, die Bezirksmeisterschaft steht an. Wir müssen also wirklich viel trainieren. Wenn du Zeit hast, kannst du einfach vorbeischauen, damit wir mit dem Training beginnen können. Stardust ist auch immer herzlich eingeladen, auch wenn er nicht viel macht. Pferde scheinen wirklich nicht begabt in Sachen Sport zu sein. Jedenfalls habe ich ein kleines Geschenk für dich, als Dank für deine ganze Hilfe beim Training und die Vorbereitung. Hier hast du ein schönes Kleidungsstück zum Trainieren, wenn du vorbeikommst und wir zusammen üben. Du möchtest mir doch bei den Vorbereitungen für die Bezirksmeisterschaft helfen, oder? Ich kann jede Hilfe gebrauchen. Oh oh. Bitte, jetzt können wir beim Training für den nächsten Wettkampf Vollgas geben. Yay! Damit war es das, glaube ich, auch mit der Questreihe, soweit ich das sehe. Ich wusste, dass es die Shorts sind, die er anhat. Ja, das war's dann. Okay. Wollen wir den letzten Auftrag mal noch machen, weil wir haben noch ein bisschen Zeit nach oben. Ansonsten würde diese Folge nicht sehr lang werden. Lucia, ich muss lediglich den nächsten Wettkampf in der Bezirksmeisterschaft gewinnen. Gute Idee, Lucia. Wir sollten wieder mit dem Training fortfahren. Was hältst du davon, wenn wir uns hinter meinem Haus treffen? Dort ist genügend Platz dafür. Super. Brauche ich dafür nicht ein Pferd oder so? Da steht jetzt da. Ich war ganz neugierig und wollte mal gucken kommen. Dein Ernst? Das lief ja super, findest du nicht? Ja. So, ach, da steht jetzt Stardust. Dann würde ich jetzt mal sagen, verabschiede ich mich an der Stelle schon mal wieder von euch. Weil ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so große Lust, noch die ganzen Aufträge zu machen. Ist ein bisschen kürzer geworden, aber wir haben es geschafft. Wir haben die Quest innerhalb einer Woche geschafft. Von Donnerstag bis Montag. Mal gucken, was nächste Woche kommt. Ich weiß nicht, ob es wieder neue Quests gibt oder so. Da muss ich mal gucken. Ansonsten wird dann das Training für Silver Ruby diese Plätze einnehmen. Ich weiß, es ist für euch nicht immer sehr, sehr, sehr belustigend, sage ich mal, aber was soll ich denn anderes machen? Ich werde gucken, dass ich jetzt nachher, heute Abend oder so, noch mal schaffe, nach Fort Pinter zu kommen, wo ich die Quests für den Dings machen kann, für den Pferdemarkt. Und ja, wir sehen uns dann bald wieder. Ich habe das schon wieder getan. Ach du Scheiße. Wir sehen uns dann bald wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Like und abonnieren nicht vergessen. Und ja, bis dann. Ciao, ciao.